Mahlzeit und herzlich willkommen. Heute ein bisschen ein ernsteres Thema, Safety Instructions, also ein paar Sicherheitshinweise. Kochen ist jetzt nicht so ganz ungefährlich, damit meine ich gar nicht mal Lebensmittelvergiftungen, sondern man geht hier mit Messern um, mit irgendwie heißen Flüssigkeiten wie Öl, Fett und so weiter. Also die Verletzungsgefahr ist relativ groß. Im Haushalt passieren pro Jahr ungefähr 180.000 Unfälle mit teilweise relativ schwerwiegenden Verletzungen, schwerwiegenden Folgen oder Langzeitschäden. Davon sind zum Beispiel auch 7.000 Kinder betroffen, die auch dann teilweise Langzeitschäden haben, wenn sie schwere Verbrühungen oder sowas haben, wenn die irgendeinen Topf runterziehen von der Herdplatte und so weiter. Ich selber war davon auch schon betroffen, habe da selber auch schon so meine Erfahrungen gemacht. Ich habe mal aus dem Herd ein Backblech rausgenommen und habe es auf zwei Topflappen abgestellt, damit man halt hier nichts verbrennt. Die zwei Topflappen sind dann halt blöderweise unten dran geklebt an diesem Backblech. Das habe ich nicht bemerkt und als ich das nächste Mal den Herd eingeschalten habe, haben dann diese Topflappen zum Brennen angefangen. Das ist nicht so wahnsinnig witzig. Zum Glück habe ich Glück gehabt und habe es frühzeitig bemerkt und die Küche war halt nur verqualmt und es war halt mit ein bisschen Löschen und das Zeug zum Fenster rausschmeißen und Fenster aufmachen und ausdampfen lassen wieder gegessen. Aber sowas kann halt einfach auch schief gehen. Ja, einer meiner Töchter ist es auch schon passiert, hat was hingestellt in einem Topf mit Öl und ist dann in ihr Zimmer gegangen, hat an den Topf nochmal gedacht und als sie dann mal, ihr es doch dann wieder eingefallen ist, hat das Öl schon gebrannt und dann hat sie auch gerade noch Glück gehabt, dass sie dann den Topf zum Fenster auf den Balkon ausgeschmissen hat, dass nichts Ernsthafteres passiert ist. An der Stelle auch gleich die Info oder der Hinweis, wenn Öl brennt, Öl darf man nicht mit Wasser löschen. Also Wasser und Öl stoßen sich ab und wenn du da Wasser reinschüttest, dann verteilst du bloß das Öl. Da kann es im Prinzip eine riesen Fettexplosion geben. Kannst du in YouTube mal Videos mit dem Stichwort Fettbrand suchen. Dann kannst du da ganz witzige Videos anschauen. Und das kannst du auch in deiner Küche veranstalten, wenn du nicht aufpasst. Naja, und letztendlich könnt ihr natürlich auch noch von einem ganzen Schwung Schnittverletzungen erzählen. Da will ich aber jetzt hier keine Sauereien anfangen. Ein paar grundsätzliche Tipps. Es gibt hier eine PDF-Datei, die regelmäßig gepflegt wird, wo ich dich auch darum bitte, dass du die anschaust und immer wieder mal anschaust, damit da einfach halt nichts passiert, beziehungsweise wenn Kinder mit im Haushalt sind, dass vor allem denen nichts passiert. Wenn wir uns mal die Griffel verbrennen oder irgendwie einen Finger schneiden, dann ist das eine. Wenn sie kleinere Kinder was tun, dann ist das, finde ich, viel, viel schlimmer und was ganz anderes, wie wenn ich mir irgendwo schneide. Also wie gerade schon gesagt, Pfannen mit heißem Öl, heißem Fett einfach dann nie unbeaufsichtigt lassen. Falls du Kinder kochen lässt, die wollen ja das und kochen dann ganz gerne nochmal mit, die nicht allein in der Küche unbeaufsichtigt lassen. Wenn kleinere Kinder im Haushalt sind, zum Beispiel Töpfe, Pfannen und so weiter eher auf der hinteren Kochplatte heiß machen, damit die von vorne nicht drauf langen können. Erstens nicht auf die heiße Platte, zweitens nicht an die Töpfe und so weiter hin. Pfannen, die irgendeinen Stiel haben oder so Stielkasserollen oder sowas, den Stiel wegdrehen, dass er nach hinten dreht, dass er also nicht über dem Herd rausragt, weil wenn so ein kleines Kind da irgendwo kommt und dann da hochschaut und sagt, ups, was ist denn da, dann zieht das Ding halt einfach runter. Ne? Töpfe, Wasserkocher und ähnliches Zeug, das heiß ist, immer so öffnen, dass da der austretende Dampf dann nicht ins Gesicht knallt. Also nicht einen Rüssel drüber halten und den Deckel aufmachen, sondern einfach einen Kopf weg und den Deckel aufmachen, weil da kommt einfach Wasserdampf raus. Natürlich immer Topflappen, Topfhandschuhe und so Zeug benutzen, damit du nicht die Hände verbrennst. Wirst das trotzdem mal verbrennen, aber einfach lieber ein bisschen vorsichtig sein.
Elektrogeräte, die in der Küche rumstehen, Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Fritteuse oder sowas, einfach auch möglichst so aufstellen, damit man sie nicht so leicht aus Versehen runterschubsen kann oder sie Kinder runterschubsen können. Da auch aufs Elektrokabel aufpassen, dass das Elektrokabel nicht irgendwo runterhängt, weil gerade kleine Kinder, die ziehen mal an allem und zerren da mal rum und schieben irgendwas runter oder ziehen irgendwas runter, ne? Messer, eins meiner Lieblingsthemen, gescheites Werkzeug benutzen. Mit einem relativ stumpfen Messer rutscht eigentlich leichter mal irgendwo ab als mit einem gescheiten scharfen Messer. Also wenn du irgendwie Tomaten schneidest oder so und das Messer schneidet nicht gescheit, dann kannst du abrutschen und schneidest dir den Finger rein. Deswegen, wie gesagt, immer gutes Werkzeug benutzen, scharfe Messer benutzen, dann ist die Gefahr, dass das passiert, geringer. Messer in der Schublade auch dann zum Beispiel immer so aufbewahren, dass die Schneide die Spitze nach hinten zeigt, dass wenn man dann einfach mal so halb blind reinlangt in die Schublade und nicht gescheit aufpasst, dass man quasi automatisch am Griff hinkommt und nicht aus Versehen in die Klinge reinlangen kann. Das gleiche gilt für die Spülmaschine. Ich schaue bloß da runter, da steht meine Spülmaschine. Siehst du jetzt natürlich nicht. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für die Spülmaschine. Messer, Gabeln so in den Speck, in den Besteckkorb tun, dass die Spitzen nach unten zeigen und nicht nach oben zeigen, damit dann beim Ausräumen oder sowas nicht irgendwo in die Messer reinlangen kannst. Ja, so mein grundsätzlicher Tipp. Wenn irgendwas passiert, lieber 5 Minuten feige als ein Leben lang tot. Das heißt, wenn irgendwie wendig geschnitten hast oder sowas und wenn das nicht einigermaßen schnell unter Kontrolle kriegst, die Blutung, lieber einen Arzt rufen. Oder wenn es brennt, im Zweifelsfall lieber raus, Familie benachrichtigen, Nachbarn benachrichtigen, dass die das Haus verlassen und Feuerwehr benachrichtigen. Das ist einfach immer sicherer, wenn die Hütte abbrennt, das zahlt hoffentlich zumindest, wenn versichert bist, deine Versicherung. Ab im Normalfall zahlt es die Versicherung, aber auch wenn es nicht zahlt, sage ich mal, irgendwie ein paar kaputte Möbel oder sowas sind deutlich billiger, als wenn da wirklich was Ernsthaftes dabei passiert. Also wie gesagt, aufpassen, die Datei des PDF, die PDF-Datei mal anschauen, da stehen nur Schwung mehr Tipps drin, wird auch immer wieder gepflegt, wenn sich jemand meldet und sagt, du, mir ist das und das passiert, dann pflege ich das auch in diese PDF-Datei ein und dann jetzt kann es losgehen, fasten your seatbelt, stop smoking und ready for takeoff. Viel Spaß!